Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Scatman, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Motorsportmanager. Und ja, ich bin wieder dabei. Ich bin wieder zurück und ja, mit mir dabei Valvorik und der Joker. Hallo. Servus und hallo. Ja, Michi. Ja, wir machen jetzt, er ist wieder da. Wir machen jetzt ein Dreier, haben wir beschlossen, in Zukunft. Und den mal Dreier schauen, wie das klappt von der Folgenlänge her. Genau. Wir probieren es jetzt mal aus, bis Saisonende mit dem Dreier. Und gucken, wenn wir uns die Bilanz angucken, weiß ich nicht, ob wir es den noch lange leisten können. Den Dreier. Dass da drei Leute verdammt am Kommando standen, die ihre Fischstäbchen fressen. Es geht ins Geld. Haut der Chef einfach die Wähler weg, das ist meine. So im Flug noch so, das ist mein 5-Stäbchen. Wir haben auf jeden Fall den Ibrahim Crusher verlängert. Der mag. Und das zu einem besseren Preis als bisher. Sparen wir uns 40.000. Ja, das die brauchen wir auch nett. Ganz dringend. Direkt. Juhu. Und zwar ab jetzt können wir schon sparen. Besser aus. Minus 384.000 nur mehr. Auf jeden Fall. Wo wir noch nicht wissen, ist die Rennmechanikerin, ob wir die behalten wollen. Ja, genau. Aber wir müssen auch erst jemanden so finden, der zu uns will. Die wird. Was heißt denn das? Naja, die Saison verlief ja nicht so gut. Ich meine, die Rennen kommen ja erst noch nacheinander. Aber trotzdem lief es nicht so gut. Ja, Michi hat uns eindeutig gefehlt. Verloren. Ja. Was soll das heißen? Na, in puncto Glücksbringer. Der Glücksmichi. Also ob es jetzt an mir lag, weiß ich nicht. Ja, an mir kann es sicher nicht liegen. Ich habe alles richtig gemacht. Na, schauen wir mal, wie wir da haben bei den Rennprämien-Sponsoren. So, vielleicht kommt ja Sepp Oil wieder zurück. Oh Gott, ey. Zwei Sterne, was geht denn das ab? Wird ja immer schlimmer hier. Also, da sehe ich schon, welchen man nehmen müsse. Entweder den in der Mitte, der wäre noch 6 Rennen, aber schlechte Vorauszahlung. Hier der Luxina oder Golden Tiger. Ich glaube, 13. oder besser, wenn wir auch bald brauchen. Golden Tiger, der ist für einen 3. oder besser, den wir da haben. Schauen wir mal, was da ist. Erster Platz. Zweiter. Das ist 1,2. Ja. Das ist gar nicht so schlecht. Das wäre nicht noch so am schlecht. Besten. Auf 6 Rennen geht. Im zweiten, ja, ob wir den jeweils nehmen. Aber zumindest 1,2 Vorauszahlung. Den nehmen wir mal, oder? Mhm. 6 ja. Rennen. No, dann. Ja, aber irgendwie. Es klingelt in der Kasse. Aber irgendwie fehlt mir da so der richtige Kracher. Anreiz für Sponsoren sind eigentlich 4 Sterne, aber da kommt nix. Und jetzt sieht für die Saison kommt er auch nichts mehr weiter. Zweiter oder besser, dritter oder besser. Mit den Sponsoren müssen wir dann auskommen. Mhm. Die restlichen Rennen. Ja. Leider. Ja, ich würde auch sagen, der zweite oder der dritte. Da hat man eine schöne Vorauszahlung. Aber halt aber 9 Rennen. Dauer. Ja. Dann nehmen wir den mittleren. Oder? Ja. Ja, das fahren wir vielleicht am besten und dann kriegen wir schneller die wieder los, um wieder was Neues zu kriegen. Jockel. Vorauszahlung ist halt scheiße, aber mein 9 Rennen gebunden an das. Haha, nee. Tut das gut. Ja. Na, schade. Schade, da haben wir irgendwie kein Glück. Ist heuer echt schon ziemlich mies. Dann kam auch noch Pech dazu. So. Apropos Teil vom Besser, das sieht gut aus. Der Motor sieht auch gut aus.
70. Also ich freue mich ja, liebe Zuschauer, dass es endlich epische Teile gibt bei dem Team. Darauf warte ich schon seit 3 Saisons, dass es sie endlich gibt. Jetzt brauchen wir dann nur noch das legendäre Teil. Dann hätten wir alles mal geschafft, aber das können wir uns leider nicht mehr leisten, das legendäre Teil. Ja, das wird eng. Und der Finanzchef ist auch schon gestorben, also von daher... Der zweite auch, okay. Einmal. Vancouver. Sarien, Wechsler und Sharp. Wechsler. Versucht nochmal alles, um da heranzukommen. Ah, der Wechsler. Ja, der ist aber schon gehörig weit weg. Der mit Halskrause. Nackenproblem und trotzdem auf dem Podium. Aber vielleicht hat er sich auch bei der Siegerehrung verrenkt. Schmidt auch nur 9. geworden. Steinmann der gut Führer. Dabei. Fast schon 400 Punkte. Und Lippon 6. Okay. Krass. Ja, ist halt Mercedes vor Ferrari dort. Asia Pacific, der Chapman. Und Chapman, der rollt Chapman, alles ab. Der ist zu stark für diese Liga, der dominiert. 100 Punkte schon fast Vorsprung. Vielleicht hat den ja McNeil deswegen geholt, damit sie aufsteigen. Vermute ich, meine einzige Vermutung, warum sie den Chapman, warum der gesagt hat, okay, ich gehe in die zweite Liga, weil er da aufsteigen will mit einem Team. Und da unten Lucatelli, Ozu und Garuda, die Aufsteiger jeweils. Und Lucatelli, die letztes Jahr schon hinten waren. Ja. So viel dazu. Wie sieht's denn bei uns aus in der, apropos Aufstieg? Also ich habe ja jetzt schon gesehen, also meisterschaftstechnisch ist ja... sehr eng, so eng wie überhaupt nie zuvor. Gerade ja. Noch bei den Teams. Also bei den sagen. Fahrern schon mal schon eng. Können wir uns ja dann nochmal die super. Platzierung anschauen. Ich finde es absolut toll, wie eng das da beisammen ist. So wünsche ich mir die nächste Grand Prix 2 Saison, dass da, sage ich mal, 8 Fahrer Weltmeister werden noch im letzten Rennen. Das wäre absolut toll. Schön auch von den Siegen durchgemischt. Huica zwar 3-mal, aber in letzter Zeit nicht mehr. Ja, der hat die ersten 3 Jahre gewonnen und dann lief nichts mehr. Quaid, Pernet, Gerard und sogar der Ösi einmal gewonnen. Ja. Ja, und Platz 4. So könnte man sich auch mal die echte Formel 1 vorstellen. Ja, schön eng beieinander alles. Aber das kann ich mit Mercedes leider noch nicht machen im Moment. Im Moment. Wir wissen ja nicht, was kommt dies Jahr. Jedenfalls hat uns die Pernet wieder überzeugt, das heißt, sie kriegt die besseren Teile für Tondela. Die Jönster-Tier machte, glaube ich, die beste Saison bisher bei uns. Ja, trotz der Crashes. Auf Podest. 3., 2. Jetzt fehlt nur noch der Sieg. Ja, wäre nice. Schauen wir mal, ob sie es schafft. Vielleicht in Tondela. Die kann ja theoretisch, oder sagen wir theoretisch, rechnerisch, Meister werden. Weil die ist ja genau gleich mit Pernet. Ich würde gerne nochmal die Einzelplatzierungen da sehen. Woran es jetzt liegt, dass Pernet, an was Pernet jetzt noch vor Jönster Tier ist. Der muss ja irgendeine Einzelplatzierung besser haben. Ah ja, der Sieg, okay. Mhm. Klar. Bei Punktgleichheit die Anzahl der Siege kennt man ja. Und da hat Jönster Tier noch nicht gewonnen. Dann wäre... die Edda vorne, weil die hat die anderen Podestplätze schon, wenn die jetzt gewinnen würde. Also ich glaube, bei Anzahl der Crashes hängen wir alle ab. Schade, dass dafür keine Info gibt. Wer schon naja, wie oft mit dem reingefahren ist. Dann muss die Edda Jönstertier noch ins ultimative Finale gegen den Michael Beißler antreten. Weil ich weiß nicht, ob der Michael Beißler getoppt werden kann. Der hat ja in der Vergangenheit öfters mal ein paar Autos zerlegt. Das Ding jetzt zählt leider auch nicht mehr, der Perk, dass sie den Rennsieg hatte, das gibt ja Moral plus 5 oder sowas, aber auch nur für 2 Wochen. Und ja, leider kommt Tondela später. Ja, dann schauen wir nochmal ganz kurz, wie es bei der Verbesserung ausschaut. 50%, okay, da geht noch was. Da geht doch was. Was haben wir jetzt? 53. Geht was? Ja, geht nicht mal viel, glaube ich. So, ja, 78. Ah, doch, 78, schön. Ja. Perfekt. Da ging jetzt doch in 2 Tagen noch mehr.
Da hat man ihn nochmal ordentlich in den Hintern getreten. So, jetzt wird ihm endlich hier mal Zacke gemacht. Zicke, Zacke, Hühnerkack. Erinnert mich an Loriot, Weihnachtsgedicht. Dicky, genau. Sag uns doch mal ein Gedicht auf. Zicke, Zacke, Hühnerkack. Nein, nicht das. Ich will jetzt endlich mein Geschenk haben. Alles klar. Ach, Opa, sei doch nicht so ungemütlich. Jeder kennt's, also wer es nicht kennt, schreibt in die Kommentare. Soll ich selber in die Kommentare schreiben, dass ich es nicht kenne? Ja, bitte. So, mittlerweile sind wir wieder auf Platz 4 beim Wagen. Nee, sagt mal nix. Also, okay. Loriot sagt mal was, aber das ist Dingens da nicht. Siebter beim Motor, erster beim Getriebe, dann sechster bei den Bremsen und erster bei der Aufhängung. Jo. Eigentlich sind wir vom Waage her schon Meisterschaftskandidat, aber irgendwie ist das eine Pechsaison. Na, Pech würde ich es nicht sagen, aber es ist halt so eine Saison, wie soll man so sagen? Da gewinnst halt einmal eine Renne und bist halt dabei, aber den ganz großen Wurf gelingt dir noch nicht. Ja, viel Pech war schon dabei heuer. Das schon. Gerade mit den Sponsoren zum Beispiel klappt ja gar nichts gerade. Absolutes Pech, ja. Und mit den Crashes. Das hat dazu geführt, dass es im Moment rote Zahlen gibt statt grüne. Ja. Don Dela, ja, wir brauchen zwar Geld, aber wir müssten eigentlich Dritter werden. Wenn du Dritter wärst, könnten wir Plus machen. Ja. Aber schaffen wir das auf der Strecke? Ich weiß. Obwohl, wer hat denn so ein gutes Ergebnis gehabt in Tondela? Pernet war mal Vierter, gell? Hab ich gesehen. Oder? War das im Pernet? Ja, Vierter. Ja, gut. Das heißt nicht Dritter, da gibt's kein Geld. Oh, Zwickmühle. Die 250 sind eigentlich auch schon fast egal. Und die letzten Worte. Müssen wir fast probieren. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber... Das ist halt auch nicht unbedingt viel Gelder. Nee, wir müssen es riskieren. Wie immer's. Ja, wir müssen mal. Hoch erfreut und zufrieden, ja. Ab geht's auf die Kackstrecke. Da die Woche, die schicksalshaften Wochen hier. Jetzt bei McDonald's. Den hatte ich noch überlegt zu bringen, aber dann haben wir ja den Valvo dafür, der das dann noch bringt. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass der Joker da so einen bringt. Denn der heißt ja nicht umsonst Joke, Herr. Ah, ich wollte nochmal so lange sinkt die Zuverlässigkeit eines Teils in den roten Bereich, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Panne sprunghaft. Hat man schon. Ja. Letzten Rennen, verdammte Scheiße. Aber hängt sich gleich wieder alles auf. Ach nö. Das hat man jetzt echt ein paar Rennen lang nicht, sich nichts aufgehangen hat. Okay, dann bin ich wieder weg. Ja, Michi, zieht die Leistung runter. Dabei wiege ich doch gar nicht so viel. Was haben wir? Hier. Ah. Sehr schön, dass es weitergeht, dann sind die Sprüche noch mit drauf. Die Cant-Gags. Ich erinnere mich an den einen hier, die Japan-Flagge verbrennen. Wir sind Chinesen. Weißt du noch, Jocke, wen wir hatten? Pernet oder Jönsertier? Ich glaube, die Jönsertier, oder? Ja. Ich glaube, immer mit Jönsertier habt ihr angefangen, oder? Dann ist sie immer bei den ungeraden Rennen. Gut, dass wir dich wieder haben. Der Gaston Renoux, der hat sich ja echt schon bewiesen. Der hat die erste Trainingsbestzeit rausgeholt für das Team überhaupt in der Geschichte. Ja, das stimmt. Der Gaston. Und wenn es am Joker gegangen wäre, hätte er ihn. Wenn es am Joker gegangen wäre, hätte er ihn in einem Renner eingesetzt. Jo. Aber. Als die Pernet die Halskrause hatte. Das alte Pernet. Klingt wie ein Schnaps.
Pernet. Der leckere Pernet. 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 Arnis Pernet. Schnaps. Pernet Branka. Den man sagt, sie hat magische Kräfte. Man sagt, sie haben magische Fischstäbchen. Ah ja. Müssen wir mal an Renault fragen, wie das ist mit den Fischstäbchen. Das kann der uns besser beantworten, wie oft dann schon rausgeholt. Aber egal jetzt, interessiert ja auch kein Mensch. Aus der Pfanne schön. In den Mund hinein, richtig. Mal sehen, ob die Boxenstopps heute bei dem Rennen gut laufen, dass die Crew und die Fahrer ihre Fischstäbchen bekommen. Ja. Gibt immer Fischstäbchen für alle, wenn sie es schaffen. Ich finde es nach wie vor schade, dass das Yokohama nicht reingekommen ist. Ja, Yokohama wäre schon geil. Der Abwechslung, ja, Japan. 94%. Ausgezeichnet. Ja, das klappt ja auf Anhieb mal gut. Oh, da unten bei Fahrverhalten. Ja. Machen wir gleich in die falsche Richtung. Wird doch alles gemacht. Alles gut. Ist gar nichts gemacht, ist alles echt bei mir. das war auch so geil, der Joker, wie er so gesprochen hatte. Alles nicht. Das klang so ein bisschen wie Chiara Ohofen mit Schlauchen. Ja. Oh, ich will mal Film aus. Endlich volle Lippen. Bloß aber keine Nadel reinstecken. Wie ein Schlauchboot. Dabei habe ich gerade ein exklusives Interview vom Renault aufgeschnappt. Der hat gerade Folgendes gesagt im Boxergasse-Kanal. Also die Fischläppchen, liebe Freunde, die sind also ziemlich hart. Heiß. Und ich habe mein Gebiss vergessen. Deswegen rede ich auch so komisch. Ich glaube, ich hab's daheim liegen lassen. Was? Ich weiß es immer. Was machen die denn da für eine Dödelparade? Und auf die Frage hin, wer das letzte Rennen gewonnen hat, also, das weiß ich gar nicht mehr. 98. Dann auch Richtung Höchstgeschwindigkeit. Nicht ganz meine Nummer. Da müssen wir noch einen abziehen. Einen abdrücken. So damals wie bei Dali Dali und die Titel waren doppelt, die müssen wir noch einmal abziehen. Nee, das war Tutti Frutti. Ich dachte, das war Kaldal. Ich bin's Kaldal. Aber pro Joker hast du es eigentlich mitbekommen. Genial daneben soll wieder aufgelegt werden. Ja. Hugo Egon Balder ist, der hat meine Startnummer hier. Hugo Egon Balder, der sollte Moderator werden. Ich denke, die Hella von Sinne wird dann auch wieder dabei sein, oder? Ja, so wie ich es verstanden habe, nur Herr Hoecker soll wohl nicht mehr dabei sein. Okay, der hat keinen Bock mehr auf die Leute jetzt. Ja, na, ich denke, sowieso hast du das ganze Konzept wahrscheinlich nicht mal mehr funktioniert. Du meinst, die werden da ein bisschen verändertes Genial daneben bringen? Immer das, wie man es kenne. Nike hat es nur so verstanden, dass RTL sich wohl die Rechte sichern wollte und da ist Sat 1 nochmal wieder eingesprungen und hat denn, die Rechte noch denn wieder gesichert und ja, jetzt haben sie doch, legen wir gleich mal wieder auf. Da der Sender eh im Arsch ist, kann es ja nur noch schlechter werden. Stimmt, Sat 1 ist fertig. Ach, RTL wollte es Genial daneben machen. Ja, die wollten sich zumindest die Rechte erstmal sichern. Aber da ist Sat 1 wohl noch eingesprungen. Ja gut, Balder und von Sinnen waren auch schon bei RTL. Ja. Alles nichts oder, da flogen mal schön Torten. Ach, das war noch Zeiten. Ja, das war absolut noch Unterhaltung. Kannst ja den ganzen Scheiß heute nicht mal angucken. Frau von Sinnen, bitte beeilen Sie sich, ich muss heute noch Brot holen. Das war ja auch das ganze Konzept der beiden. Mhm. Dass die sich gesiezt haben, weil normalerweise duzen die sich, aber das war eben der Clou daran, dass die sich immer gesiezt haben. Und dass er auch von Anfang an gesagt hat, dass er sie immer auch die ganzen Gags dann bekommen soll.
hat in der Hinsicht der Ende der 80er auch was Frauen so im Fernsehen anliegen und was die denn gerade im Comedy-Bereich, war das ja doch eher nicht so der Fall, was sich eingesetzt hat für sie. War nicht auch Hugo Egon Balder der RTL Samstagnacht geschrieben hat? Oder mitproduziert? Der hat auch, glaube ich, Dietrich und Boning hat er, glaube ich, entdeckt sogar. Oder dort zu RTL geholt. Das stimmt. War auch der Balder. So, Perné auf der 3. Yes. Endlich konzentriert sich mal wieder jemand aufs Geschehen. Ernsthaft? Ja. Das mit abgenutzten Schlüppis schon. Wir schaffen sogar den Rentre mittlerweile auf bald Stufe 3 zu bekommen. Ja, weil wir gleich von Anhieb ein gutes Dinges hatten. Ein gutes Setup. Ja, wir müssen unbedingt Ritter werden. Wir brauchen die Kohle. Oh Gott. Das ist schon die zweite Trainingsbestzeit. Also ich weiß nicht, ob es noch welche gab. Die, wie die letzten Folgen kommen ja erst noch. Die dritte weiß jetzt, nicht, oder? Ja, ich glaube, letzte Rennen hatten wir auch, wa? Ja. Ah, okay. England? Jetzt sind wir im Training gut und im Rennen scheiße. Na, bravo. Das ist nicht der Plan. Das ist nicht der Matchplan. Letztes Rennen hat die Perné gewonnen, also da hat man ja Trainingsbestzeit. Ja, dann ist es wieder ein gutes Omen. Das auf dieser... Das Omen! Jörg van Omen. Jetzt Sim Racing. Ich hoffe, ihr verliert. Ich habe nämlich drauf gewettet. Gute Arbeit geleistet. Beeindruckende Leistung. Ja, genau. Hallo, das klingt hier nach Schiebung. Ich würde da mal gerne die GMA einschalten. Hier liegt ein Wettbetrug vor. Schneekönig. Ja, da wo wir Talbergs. Tondelana, das schaut wieder mal nach einem furztrockenen Rennen aus. Jetzt zeigen wir dem Michi auch mal das tolle Wetterzentrum da. Und wir sehen nichts. Ja, das habe ich schon in den Videos gesehen. Bis zur Rennmitte, glaube ich, gell? Oder wie war das? Ja, Rennmitte. Ja, genau, so circa. Und ab Stufe 2, 3 Viertel und Stufe 3 alles. Alles. Ja. Alles da. Da fällt mir der Interspar wieder ein. Reparaturen sind doppelt so schnell erledigt. Brauchen wir jetzt aber eigentlich nicht mehr. Aber eine räumlich Vollbox könnte man noch gebrauchen, schnell. Jetzt schauen wir mal. Sich jetzt aber kurz auf die Pen. Achso, da sehen wir jetzt nicht, welche Teile die eingebaut hat. Schade. Ob es lohnt, den Perk mit den doppelt so schnellen Reparaturen. Was sagt sie? Beim Motor weiß jetzt nicht, wie viel Prozent das war. Um die 80, also 70 bis 80, 75 bis 80. Ja, wenn wir nicht zu sehr pushen müssen, müsste es eigentlich sich aussehen. Naja. Wenn sie nicht drin reinscheppert. Ja. Dafür gibt's leider keinen Perk. Bei reinscheppern weniger Schaden. Den gibt's leider nicht. Ja, haben wir uns noch zurückentwickelt. Aber 97 ist okay. Vielen Dank fürs Demonstrieren. Wir nehmen das 97er Setup. Richtung Untersteuern besser gewesen. So, Mittel. Wir haben 25 Runden. Dann gehen wir mal auf Mittel und dann können wir uns immer noch überlegen, ob sich weich auszahlt oder nicht. Genau. Oder ob wir zweimal auf Mittel gehen. Das klingt gut. Und da 98 und 98. Yeah. Na, dann nehmen wir doch das. Dann nehmen wir 98. Und auch da Mittel. Und auch da. Auch da dieselbe Strategie, 10. Stehen ja beide in einer Startreihe. Bäm! Das wäre jetzt der Kracher noch, so eine typische Mercedes-Kollision, fahren sich noch in die Karre. Wir sind hier, ich möchte es nochmal betonen, liebe Zuschauer, wir sind hier nicht bei Mercedes, da fährt man sich nicht in die Karre. Ja, dass das mal klar ist, das wird hier nochmal im Team-Meeting besprochen.
Hab denen beide Fahrerinnen ist nochmal ein Mercedes-Logo gezeigt worden und ein Renault-Logo hey. Und dann hat... Hey, hey, Edda, Edda, nein, nicht mit den Fünfstäbchen werfen, nein, das machen wir. Aus! So, wer von euch liest die Startaufstellung vor? Der Michi. Nein! Das war der Joker. Nee, ich hab das schon so oft. Ach, okay. Auf der 1, William Evans. Auf der 2, Aurel Dembele. Auf der 3, Ines Santana. Auf der 4, Alex Rogers. Auf der 5, Cristiano de Oeste. Auf der 6, Sergio Valdez. Auf der 7, Luigi Marchetta. Auf der 8, Ellie Nightingale. Auf der 9, Estela Batista. Auf der 10, Claudia Dreyfus. Auf der 11, Donatello. Auf der 12, Mustafa El Salat. Auf der 13, Eduardo Melo. Auf der 14, Jean-Pierre Girard. Auf der 15, Edda Jönstertier. Auf der 16, Alexia Pernet. Auf der 17, Kotso Maselela. Auf der 18, Amanda Cavalcanti. Auf der 19, Rian Quaid. Und auf der 20, Santu Hiuka. Also ja. Der Südafrikaner ist auch gestraft, wenn ich schon mit Vornamen Kotso heiße. Da bin ich doch auch schon bestraft, oder? Man fährt eine ordentliche Saison. Das ist richtig. Ja. Na, bin ich mal gespannt, was uns erwartet im Rennen. Ja? Hatte ich mit einer Arbeitskollegin letztens auf Instagram postet ja jeder Idiot Essen. Einfach was er gerade isst, wird gerade gepostet. Ich habe gesagt, wie wär's mal, wenn einer Kotze posten würde? Das wäre doch mal ein Gag. Das wäre was Neues. So einfach so mit letzter Kraft über der Schüssel und dann noch das Selfie schnell mache und poste. Ich könnte es nicht, aber... Während das Smartphone noch während der Kotzerei noch schön in die Schüssel fällt. Oh. Gut, ja, das ist persönliches Pech, nenne ich das dann. Ich würde sagen, wir schauen nochmal ins Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im Rennen.